Hallo, mein Name ist Katja Schupp und das sind unsere vier Kinder. Johanna, 7 Jahre alt, Christian, 4 Jahre alt und Simon, knapp 3 Jahre alt. Und Baby Julia, ein gutes halbes Jahr. Und wir starten jetzt die Bildungsoffensive. Und wir werden sie dokumentieren. Für unsere Kinder nichts Neues. Der Papa ist Kameramann, Filmaufnahmen sind bei uns Alltag. Papa, auf! Bewegung, frische Luft, Tiere, Natur pur. So könnte eine Bilderbuchkindheit aussehen. Doch reicht das hier, um die Kinder fit zu machen fürs Leben, den Erfolg auf dem globalen Arbeitsmarkt, für die ganz großen Sprünge? In Zeiten von PISA vertrauen viele Eltern nicht mehr der Schule allein. Die Unsicherheit ist groß. Wir starten ein Experiment, schicken unsere Kinder in verschiedene Kurse. Was bringt frühe Bildung? Wann ist das sinnvolle Förderung? Wann Überforderung? Was denn? Posaune? Schlagzeug? Erste Station, die Klangstraße des Peter-Cornelius-Konservatoriums, einer renommierten Musikschule in Mainz. Verborgene Begabungen, schlummernde Talente sollen hier geweckt werden. Ja! Mau war es ganz, ganz laut, sodass sie auch wegrennen. Wie wichtig ist das denn, Kindern ein Instrument beizubringen? Ich finde es extrem wichtig. Ich habe es selbst bei mir erlebt. Ich habe ein Instrument gespielt, schon relativ bald. Und ich würde gerne haben, dass meine Kinder auch ein Instrument spielen. Ja, ich finde es schön, wenn die Kinder schon im frühen Alter ein Instrument lernt. Ich habe halt auch Klavier gelernt, mein Bruder auch. Ich habe vorher klassisch Blockflöte gelernt. Und irgendwann haben die Lehrer mir nicht mehr gefallen und es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich denke, es hat ganz viel mit den Lehrern zu tun gehabt. Wenn man einen guten Lehrer hat, der einem auch Spaß bringt, wo es toll war, dann kann ein Kind alles lernen. Hoffentlich auch mein Christian. Denn er soll hier bald Klavierunterricht bekommen. Ein Instrument als unverzichtbarer Bestandteil ganzheitlicher Bildung. Und ja, vielleicht ein kleiner Mozart. Zu Hause geht es derweil um profanere Dinge. Johanna in der ersten Klasse quält sich mit den Mathematikhausaufgaben. Sollen wir das mit beiden Händen rechnen? 5 und du machst jetzt 9 dazu. Und wie viel ist das zusammen? Das sind schon mal 10 und dann musst du die noch zählen. 40. Na also, dann schreib das mal dahin. Ich habe keine Lust. Aber ich möchte, dass du in solchen Situationen sinkt das Vertrauen in die Schule. Angst, den Anschluss zu verpassen. Ich will jetzt keine Mathe mehr machen. Immer Ärger mit Mathe. Johanna hat keine Lust, ihre Aufgaben zu machen und ich habe keine Lust mehr, mich darüber zu ärgern. Mal gucken, ob uns da jemand helfen kann. Bildung für Kinder ist ein Riesenmarkt. Das Versprechen, selbstbewusste, erfolgreiche Kinder gerüstet für den Kampf des Lebens. Die Mutter des Erfolgs zum Beispiel von der sogenannten Tigermutter Amy Chua. Das Lob der Disziplin von Bernhard Bueb. Jedes Jahr erscheinen weit über 100 neue Titel. Lernen, pauken, Extrakurse oder doch entspannen und locker lassen? Was macht meine Kinder stark, ohne sie zu überfordern? Ein Patentrezept finde ich nicht. Johanna jedenfalls bekommt jetzt eine gezielte Förderung in Mathematik. Heute also kein Mittagessen, sondern auf nach Mainz. 45 Kilometer, eine gute halbe Stunde Fahrt. Solche Anstrengungen sind in vielen Familien normal. Bis zu 1,5 Milliarden Euro investieren Eltern Jahr für Jahr in Deutschland allein für Nachhilfe. Das Kumon Lerncenter in Mainz, eine deutschlandweit tätige Mathematikschule nach japanischem Vorbild. Okay, bist du denn bereit, so ein bisschen mit Mathe was zu machen? Ja.
finde ich. Genau, immer so 10 Minuten pro Tag. Und du bist ja auch nicht alleine, weißt du, Johanna? Wir sind ja, wir bilden so ein Team, ne? Und das besteht aus dir, aus deinen Eltern und uns. Ja, und jeder hat da so seine Aufgaben. Ja? Die soll ich auch rechnen? Nein, rechne nicht, aber die Mama muss das markieren zu Hause. Sie müssen alles nachschauen dann, was du zu Hause machst, ja, damit du auch weißt, ob das alles okay ist, was du machst. Dann geht das los. Zuerst einmal aber muss ich raus. Johanna soll den Einstufungstest alleine bewältigen. Und hier kommt noch Minus, aber das kannst du bestimmt, glaube ich, alles. Guckst du mal einfach, wie weit du kommst damit. Welches Rechenzeichen hier steht? Nach dem Test wird dann Johannas individueller Trainingsplan zusammengestellt. Mit Aufgaben, bei denen sie sich über Wochen hin noch ganz sicher fühlen wird. So soll sie Mathe endlich mit Erfolgserlebnissen verbinden. Bis 10 hast du das ganz toll gemacht. Dann bei den größeren Zahlen sind hier so ein paar kleine Fehler unterlaufen. Das wurde dann so ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja. Also du weißt, bei Kumon wird jeden Tag ein bisschen gerechnet, so 10 Minuten, dass man einfach das aufbauen kann. Und das ist jetzt für zu Hause für eine Woche oder für einen Tag? Oder für das hier ist für einen Tag. Okay, ja. Das ist viel. Also sie hat, denke ich, ihre Schwierigkeiten. Es fallen ihr manche Sachen nicht leicht, weil sie eben sehr gewissenhaft und sehr ordentlich das macht. Das heißt, sie ist relativ unsicher da drin. Sie sagt nicht, das weiß ich, wie das geht, sondern sie hat schon Ressentiments, die sie nicht zugeben würde. Und insofern, denke ich, ist es ganz gut. Kuhmann versteht sich nicht als klassische Nachhilfe. Oder das Material ist so aufgebaut, dass die Kinder sehr selbstständig vorangehen können. Das heißt, wir stehen nicht hier und belehren die Kinder oder erklären ihnen ständig Dinge, sondern sie sind in der Lage, mithilfe des Materials in kleinen Schritten immer sehr selbstständig voranzugehen. Für uns ist ganz wichtig, dass die Eltern hinter den Kindern stehen, dass sie sie motivieren, dass sie sagen, okay, ich schaue mir an, was du tust, ich weiß, was du tust. Und das ist für die Kinder wirklich eine ganz wichtige Motivation. Im Prinzip bei Kumon geht es um Mathematik auch, aber es geht vor allen Dingen darum, eine Methode zu erlernen, wie eigne ich mir Wissen an. Mhm. Ganz genau. Ja, und bestimmte Life Skills, wir nennen das Life Skills, wie Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen, Problemlösefähigkeit zu entwickeln, die ich ja in allen Bereichen brauche. Das heißt, das, was ich bei Kumon lerne anhand der Mathematik, kann ich übertragen auch in anderen Bereichen. Ein strammes Programm für eine Erstklässlerin. Vielleicht zu stramm? Stadthagen bei Hannover. Ein Kongress über frühkindliche Förderung. Seit Wochen ausverkauft. Einer der Redner, Gehirnforscher Professor Gerald Hüther, ein vehementer Kritiker des deutschen Bildungswesens. Und derjenige, der Kinder wie Objekte behandelt, der sollte lieber was anderes machen. Und was wir als Erwachsene machen können, ist nur herauszufinden, wofür Kinder brennen. Wofür die sozusagen unterwegs sind. Was in diesen Kindern herauskommen will. Was diese besonderen Talente und Begabungen eines Kindes sind. Und ich sage Ihnen, so etwas wird man nicht herausfinden, wenn man mit Frühförderprogrammen, Bildungsprogrammen und ähnlichen Rasenmähern über die Köpfe unserer Kinder weiter hinwegzieht. Die wichtigste Aufgabe, die eine Gesellschaft hat, ist und besteht darin, ihre Kinder vor dem Druck, der auf diese Gesellschaft drückt, zu bewahren. Ihre Kinder nicht nur vor Hunger, Durst und Elend zu bewahren, das haben Menschen schon immer gemacht, sondern sie auch vor diesem bescheuerten Leistungsdruck einer verirrten Wettbewerbsgesellschaft zu bewahren. Solche Thesen begeistern die rund 3000 Gäste, fast ausschließlich Frauen, wie in diesem Film. Im Anschluss gibt Gerald Hüther zusammen mit den anderen Rednern eine Pressekonferenz. Fördere ich nun meine Johanna mit dem strammen Programm der Mathe-Schule oder überfordere ich sie? Einholen können. Was soll ich denn jetzt machen? Erste Chance für reales Feedback kommt, wenn die Kinder selber Eltern werden. Ja.
Und dann vielleicht, wenn Sie 60 oder 70 sind und den Geburtstag gefeiert, dann steht irgendjemand sich auf und sagt, Mama, hör mal. Das war nix. Und wenn die Kinder 40 Jahre alt sind, dann kriegen sie Bescheid. Und die ganze Natur ist so reich. Das normale Alltag von Kindern bis drei ist total reich, um die Begeisterung mitzugeben für das ganze Leben. Und dann habe ich so Angst auch mit all den Trainingsdingen, dass man denkt, dass man alles intrainieren muss. Meistens ist das Tempo nicht gut genug, weil die Natur ist viel kluger als wir. Das hat jemand bedacht mit einem viel größeren Kopf als unsere. Das kann ich Ihnen sagen. Eltern sind dabei häufig heute stärker als früher vielleicht auch Ängsten ausgesetzt. Die müssen ja plötzlich die ganze Verantwortung tragen für nicht nur die Schulzeit oder die Kindergartenzeit, sondern für das ganze Leben von dem Kind. Das ist den Eltern überhaupt zu viel. Und das ist auch falsch und das resultiert auch aus dieser anderen ungünstigen Vorstellung, nämlich diese zweite ungünstige Vorstellung neben der, dass das irgendwie determiniert ist am Anfang. Besteht darin, dass wir uns einbilden, und das kommt eben auch aus dem vorigen Jahrhundert, wir könnten es machen. Das ist das eigentlich Entscheidende. Wir können Kinder nicht machen. Wir können Kinder nicht zu dem machen, was wir uns wünschen. Und erst wenn man aber das Gefühl hat, oder dadurch, dass man das so denkt, dass man es machen könne, kommt man unter diesen Druck, dass man nicht genug macht. Schlummernde Talente wecken oder Kinder mit etwas quälen, was ihnen gar nicht liegt? Eine Frage, die viele Mütter bewegt. Wir sind auf dem Weg zu Christians erster Klavierstunde mit schlechten Voraussetzungen. Doch eine Stunde probieren, wenn es dir nicht gefällt. Ach, Grüße. Warum denn nicht? Einmal versuchen. Können wir wenigstens mal gucken gehen? Wenn es dir nicht gefällt, gehen wir wieder. Okay. Oh, toll, Mensch, klasse. Du probierst das einfach mal. Nein? Wir haben schlechte Voraussetzungen hier. Na, wir gucken. Also, auf geht's, Jungs. So, Christian. Christian, knapp 5, soll von Dr. Gerhard Scholz frühinstrumentalen Unterricht bekommen. Sein Zugang spielerisch geprägt von Respekt für den kleinen Menschen. Wir wollen mit dir probieren, ob der Daumen, beide Zeigefinger und beide Mittelfinger Töne spielen können. Glaube ich nicht. Wetten? Laut. Leise. Zweimal Piano forte, hm? Also auf jetzt probieren wir mal schon mal die drei Töne, die ich gesagt hatte. Wir nehmen mal den Daumen. Deinen Daumen, deinen rechten, legst du den. Ja, hat den. Aber wir können es auch mal machen. Mach das mal mit den beiden. Das ist auch besser vielleicht sogar. Wieder. Ja, und nochmal. Nochmal. Und noch einmal. Hochheben, sonst geht er nämlich nicht. Ja? Ein guter Lehrer mit 40 Jahren Unterrichtserfahrung, und Christian macht begeistert mit. Ja. Gut. Das musstest du üben. Wirklich? Wenn du das jetzt eine Woche geübt hast, jeden Tag 5 Minuten, dann könnten wir in der nächsten Woche versuchen, mit beiden Händen was zu spielen. Und damit das nicht immer das Gleiche ist, gebe ich dir diesen Zettel noch mit, dann irgendwann. Wir bauen das mal wieder zu. Ist ja da, das ist schon mal gut. Zeig Ihnen jetzt mal was. Okay. Nämlich, ja. Wir haben versucht heute mit 3 Fingern zu spielen. Okay. Das heißt, die Übung ist jetzt, jeden Tag das zu spielen. Das, die wichtigste Übung ist, immer die lockere Hand einfach nur auf die Taste zu setzen. Das ist eigentlich anstrengend für die Kinder. Ich beschreibe das so, das Instrument zu üben, wenn man es spielen lernen will, ist dann so wie Zähneputzen. Jeden Tag einfach. Mhm. Da diskutieren die Eltern mit den Kindern auch nicht drüber. Das stimmt. Au! Da sollte es keine Diskussion geben. Erkennen Sie schnell, ob Eltern das Instrument für ihre Kinder wollen oder ob Kinder das Instrument für sich selbst wollen? Ja, das merkt man ziemlich schnell. Und wie reagieren Sie auf sowas? Naja, wir versuchen dann trotzdem die Kinder zu begeistern für das Instrument. Wenn es aber, es gibt ganz selten Situationen, dass Kinder überhaupt nicht wollen und Eltern wollen unbedingt. Und dann führen wir aber Gespräche mit den Eltern und versuchen das klar zu machen. Das ist aber ein sehr schwieriges Arbeitsfeld. Hat es Spaß gemacht? Ja. Ehrlich? Das freut mich. Dann? In Tränen kamen wir, mit einem selbstbewussten Lächeln gehen wir. Christian, sagst du Tschüss? Ein Zeichen. Ciao, bis Montag. Danke, Tschüss. Tschüss.
Ich treffe Gerald Hüter wieder, den Göttinger Gehirnforscher. Diesmal zusammen mit Bernhard Bueb, 30 Jahre lang Leiter des Elite-Internats Salem am Bodensee. Mit seinem Buch Lob der Disziplin hat Bueb vor einigen Jahren die Debatte über Erziehung in Deutschland neu entfacht. Beide Experten haben eine jeweils sehr eigene Meinung zum Thema Bildung und Erziehung. Und die will ich kennenlernen. Mit wie viel Nachdruck etwa soll ich einen knapp 5-Jährigen zum täglichen Üben anhalten? Was ist denn meine Rolle in diesem Fall? Sie müssen in dem Kind den Wunsch wecken, diszipliniert zu üben, weil es das so toll findet. Und wenn das Kind, so wie es hier in diesem Kurs behandelt wird, auch das Gefühl hat, dass es da was Besonderes lernt, dass es da auch was jeden Tag einen kleinen Fortschritt macht, dann ist es normalerweise so, dass Kinder eigentlich in diesem Wunsch drinbleiben und dass sie dann üben. Das, was diese Sache so kompliziert macht, ist, wenn man anfängt, mit Belohnungen oder mit Bestrafungen ein bestimmtes Übungsverhalten zu erzwingen. Und dann ist es keine eigene Intention mehr, dann übt das Kind nicht mehr aus sich selbst heraus, dann lernt es also nicht das, was wir Selbstdisziplin nennen, sondern Gehorsam. Und damit haben Sie dem Kind den Spaß am Erlernen eines Instruments mit Sicherheit verdorben. Die größte Motivation ist der Erfolg. Also das Kind merkt, es hat geübt und es klingt nach etwas und kriegt noch Beifall. Und es motiviert es, weiterzumachen und sich anzustrengen. Dann gibt es aber Durststrecken und diese Durststrecken kennen wir ja alle. Also wir sind ja nicht immer dauernd selbstdiszipliniert. Wir brauchen ja immer mal auch als Erwachsene, auch als sehr selbstdisziplinierte Menschen äußeren Druck, um eine Sache zu Ende zu bringen. Den brauchen Kinder auch. Und da muss dann die Mutter oder der Lehrer her und sagen, du darfst jetzt erst zum Spielen gehen, wenn du das geübt hast. Und man muss dann aber so gut machen, dass das Kind merkt, diese halbe Stunde hat sich gelohnt, es ist tatsächlich besser geworden und darüber glücklich wird und dann den Nutzen dieses Übens sieht. Ich wäre skeptisch, weil wenn man auf diese Weise dann doch wieder Belohnungen und Bestrafungen als Erziehungskonzept einführt, verhindert man eben immer wieder, dass das Kind in diese eigene Erfahrung geht. Es würde doch reichen, wenn man dem Kind sagt, lass es uns mal ausprobieren. Du übst jetzt noch mal eine Viertelstunde und dann gehst du raus. Und dann gucken wir uns an, was du in dieser Viertelstunde gelernt hast. Das ist doch viel einfacher, als zu sagen, jetzt lernst du eine Viertelstunde, vorher darfst du nicht raus. Das ist eine Androhung einer Strafe. Und das, glaube ich, ist kein günstiger Erziehungsstil, weil wir immer wieder sehen, wenn man mit Belohnungen und Bestrafungen anfängt zu arbeiten, dann macht man diese Im Prinzip stimme ich hinzu, nur die Geduld der Mütter und so lässt es nicht zu, dass ich immer mit dieser Ruhe und Gelassenheit auf dieses Kind einrede, sondern da werde ich halt auch mal nervös und ich bin selber nervös und dann muss ich sagen, so, jetzt ist Schluss, jetzt wird geübt. Und du hast ja gestern gesehen, wie erfolgreich das war und jetzt, und ganz ohne äußere Belohnung und Bestrafung werden wir nicht leben können. Zugegeben, Simon, knapp 3, habe ich eine Belohnung versprochen, damit er mich dann schließlich doch zum Helen Dorn Early English Unterricht begleitet. Das ist Erziehungsalltag. Kinder ab 9 Monaten unterrichtet Christina Blum hier in verschiedenen Sprachkursen. Wir hatten letztes Jahr Besuch aus Kanada und da wurde viel Englisch gesprochen und das hat die beiden so fasziniert, dass sie nur noch mich gefragt haben, was heißt das auf Englisch und jenes und dies und das und Mama, wir wollen das auch können. Und ja, dann habe ich mich auf die Suche gemacht, bin hier zu Helen Doran gestoßen und bin sehr, sehr begeistert, weil hier spielerisch einfach ja, wie eine Art Muttersprache das Englisch vermittelt wird und die beiden, die singen auch und sprechen schon. Also eigentlich toll. Ja, schade, dass ich es nicht schon früher entdeckt habe. Aber gut, es ist ja nie zu spät. Das ist mein Sohn, der Till. Der ist jetzt 3/4 sozusagen. Wir haben schon ganz früh angefangen. Also mit 9 Monaten sind wir schon dabei gewesen, wie er 9 Monate alt war. Tja, warum haben wir das gemacht? Ich habe mich schon früher immer, ich fand es immer faszinierend. Im Freundeskreis haben wir viele Kinder, die wirklich schon mit 3 Jahren zweisprachig aufgewachsen sind. Und das fand ich einfach ganz toll. Und habe gesagt, wie einfach das doch ist, für kleine Kinder eine Sprache zu lernen. Und das ist der Beweggrund, das wollte ich meinem Kind eben auch ermöglichen, dann zweisprachig gleich mit jungen Jahren aufzuwachsen. Meine Tochter Julina ist 4 Jahre alt und besucht Helen Dorn, seitdem sie 3 ist. Und
Die Beweggründe, hierher zu kommen, waren einfach, da sie sprachlich sehr begabt war und früh einen weiten Wortschatz aufwies, dachte ich, ich müsste es weiter fördern, auch auf eine andere Sprachebene hin. Und das macht ihr sehr viel Spaß, weil sie da einfach ja, ihren großen Pluspunkt hat. Und deswegen besuchen wir Herrn Daum. I am Christina. You are Celine. Weil es die erste Stunde ist, darf ich als Mama drin bleiben. Simon interessiert sich zunächst vor allem für einen Lastwagen, der ganz oben steht im Regal. Den gibt's aber erst nach der Stunde. Trinken tun wir jetzt nicht. Jetzt trinken machen wir nach der Arbeit. This is a car. Yes, a car. Im Unterricht wird nur Englisch gesprochen. Die Lehrerin ist Muttersprachlerin. Yes, it's a cat. Dog. A dog. Very good. Very good. No, no, no. I like to say no. No, no, no. I like to say no. Good, Simon. Und siehe da, auch bei Simon springt schließlich der Funke über. Yes. I like to ask why. Oh, very good. Good, Simon. That was super. Gerade gemacht? Give me five. Hey, good. Good. I'll open it for you. Wie hat denn der Simon für die erste Stunde mitgemacht? Ich war ganz erstaunt, wie mein Junge sich beteiligt hat. Hätte ich gar nicht erwartet. Wie war das denn im Vergleich? Also es war super. Ich bin auch völlig begeistert. Und für einen fortgeschrittenen Kurs hat er super mitgemacht. Und die Kinder haben dann auch einen sprachlichen Vorteil gegenüber den Kindern, die erst in der Schule Englisch lernen? Auf jeden Fall. Sie hören, sie benutzen die Sprache, sie sehen, fühlen, also lernen mit allen Sinnen. Das heißt, lernen, aber im Prinzip, indem sie die Sprache erfahren. Einfach. Nutzen sie einfach. Ganz ohne, dass sie merken, okay, jetzt habe ich ja gerade Englisch gesprochen. Das ist halt das Schöne daran. Dieses Muttersprachenprinzip ist eigentlich so der Kern. Gut. Dennoch ist auch der Englischunterricht ein Programmpunkt in einer gerade bei Eltern mit mehreren Kindern ohnehin prall gefüllten Woche. Ja, die Amelie geht einmal noch mal tanzen und turnen. Und mein Sohn, der Maximilian, fängt jetzt mit Taekwondo noch an. Ja, und Gitarre hat er auch Interesse und jetzt kommt er auch noch in die Schule. Da habe ich jetzt schon gesagt, jetzt machen wir mal ein bisschen langsam, weil ich finde es halt auch schade, wenn man jeden Tag nur so verplant hat mit irgendwelchen Dingen, die können sich nicht mehr verabreden dann und oder man kann so gar nicht mehr spontan sein, sondern ist eigentlich nur noch ja, zum Fahren da. Wenn man selbst zurückdenkt an die eigene Kindheit, dann da war das alles so ja, unkompliziert. Und manchmal hat man auch so das Gefühl, man ist so unter gesellschaftlichen Druck, weil die einen, die listen dann auf, was weiß ich, die Kinder machen 6 verschiedene Sachen, wo ich denke, was machen meine eigentlich? Aber dann sage ich, nein, stopp, halt. Eigentlich reicht das und sie haben ihren Spaß daran und es ist eigentlich auch schon genug, weil sie brauchen auch noch ein bisschen Rückzugspunkt. Und gerade auch wenn sie aus dem Kindergarten zurückkommen, manchmal sagen, oh, heute möchte ich am Zimmer gehen, eine CD hören oder irgendso, oder einfach mal Fahrrad fahren oder irgendso. Ja, spielen, genau. Hier habe ich aus eigener Erfahrung als Vater eine ganz klare Meinung. Wir, meine Frau und ich, haben viel zu viel die Kinder unterhalten. Sie sozusagen nicht mit ihrer Langeweile allein gelassen, sondern sind immer gleich herbeigesprungen und wir haben gesagt, es ist langweilig und dann haben wir sie wieder unterhalten. Ein Kardinalfehler, den heute, glaube ich, viele Eltern machen. Der wird immer schlimmer und man muss ja dazu sagen, ein Kind, was ständig erlebt, dass sich jemand um es kümmert, der das ständig erlebt, dass es eine Anregung nach der anderen gibt, wird natürlich irgendwie in so eine Konsumentenhaltung gezwungen. Ne? Ich sitze da und warte, dass wieder was passiert. Das ist eine günstige Erziehungsmethode, wenn man später einen tapferen Konsumenten erziehen will. Wenn man einen Weltgestalter und einen Weltentdecker erziehen will, wenn man einen kreativen jungen Menschen erziehen will, dann muss man diesen Kindern Gelegenheit geben, aus sich selbst heraus etwas zu entwickeln, ohne dass die Anregung von außen kommt. Und dazu brauchen Kinder Langeweile. Die müssen da auch mal sitzen und sich selbst was einfallen. Die Eltern müssen das aushalten können. Und das ist schwer für viele Eltern. Und es ist natürlich, das wollen wir vielleicht an der Stelle noch deutlich sagen, es ist angesichts der Einfachheit der Medien, die zur Verfügung stehen, extrem schwierig, Kinder davon abzuhalten, diese Langeweile auszuhalten. Was die sofort machen, ist, die drücken irgendeinen Knopf und schon kommt das nächste Unterhaltungsprogramm. Und dann ist die Konfliktbereitschaft der Eltern nicht groß genug.
Langeweile kommt bei uns nicht mehr auf. Jetzt ist Baby Julia dran. Zwischenbilanz unserer Bildungsoffensive. Und unsere Kinder überraschen mich. Johanna hat plötzlich Spaß an Mathe und Christian übt tatsächlich jeden Tag Klavier. Wenn es ihnen Spaß macht, sollen sie weitermachen. Mich würde das besonders freuen, auch wenn wir seitdem nur noch im Auto unterwegs sind. Diesmal eine gute halbe Stunde nach Wiesbaden zum PKIP, dem Prager Eltern-Kind-Programm. Die Tafel in der Familienbildungsstätte prall gefüllt. Abenteuerwelt, fit und mobil, Babymassage. PKIP, das sind wir. Alle Mütter hier, außer mir, haben das erste Kind. Das An- und Ausziehen gehört zum PKIP dazu. Das ist im Prinzip schon das erste Spiel. Also Julia, ich ziehe dich jetzt aus. Ja, ich finde den Kurs super. Ich habe das von der Freundin gehört, die war ziemlich gestresst mit ihrem ersten Kind und die hat einfach gesagt, mach doch so einen PKIP-Kurs, das ist irgendwie entspannt. Richtig klasse, weil man tauscht sich aus, jeder hat seine Sorgen, jeder hat ein bisschen andere Sorgen. Ich finde es einfach gut, dass zum einen die Kinder halt sehr früh halt soziale Kontakte zu anderen Kindern bekommen, die ungefähr das gleiche Alter haben. Aber auch für uns Mütter, dass wir uns einfach austauschen können über die alltäglichen Probleme. Super. Mein Name ist Elona. Wir sind also letztes Jahr, 2011, nach Wiesbaden umgezogen. Und einen Monat danach direkt kam er. Und natürlich war er ein bisschen stressig, weil ich kannte niemand hier. Und dann hat jemand PKIP empfohlen und wir sind hier gekommen. Und jetzt habe ich so viele Freundinnen und ich fühle mich nicht mehr alleine. Und jedes Mal, dass wir hier kommen, macht Liam, er ist Liam. Er macht so einen Fortschritt. Was am Ende entscheidender ist, der soziale Kontakt der Kinder oder der der Mütter, lässt sich schwer sagen. Dann müssen die alleine im Bett liegen und müssen dann auch alleine sich beruhigen. Und wenn die das mal begriffen haben, dann geht das ganz schnell. Ne? Und wann begreifen die das so? Ja. Ich habe jetzt schon ein paar Mal Mittagsschlaf ausfallen lassen, weil er sich dann halt so in Rage schreit, dass er dann gar nicht mehr schläft. Der beruhigt sich nicht. Der dreht sich ja auf dem Bauch. Ist denn dieses natürliche Verständnis, Verhältnis zum Kind etwas, was verloren gegangen ist den Müttern heute? Ja, ich denke, es wird immer weniger. Also, dass die Mütter das Selbstvertrauen haben, dass sie das können. Es geht darum, den Müttern zu zeigen, das, was sie für ihr Kind oder mit ihrem Kind machen, was sie aus ihrem Bauchgefühl heraus gut machen, dass das auch gut ist. 10 kleine Zappelmänner zappeln hin und her. Wie ist das mit dem Bauchgefühl, das angeblich in der Erziehung verloren gegangen ist? Die Mütter früher sind natürlich in Großfamilien groß geworden und haben schon als kleine Mädchen immer wieder Kontakt mit Babys gehabt. Heute gibt es Schwangere, die dann ihr Kind auf die Welt bringen. Und das ist das erste Kind, das erste Baby, was die jemals im Arm halten. Das macht natürlich Angst. Da hat man ja gar keine Erfahrungen, wie man mit einem Kind umgeht. Intuition ist nicht angeboren, sondern die beruht auch darauf, dass man während seiner frühen Kindheit immer schon mal Gelegenheit hatte, sich in bestimmten Bereichen Erfahrungen anzueignen. Und die sind dann nicht bewusst, aber unbewusst abgespeichert. Und darauf greift man wieder zurück. Und Intuition verschwindet, wenn man gar keine solchen Erfahrungen als kleines Mädchen machen konnte. Und Intuition verschwindet, wenn einem in einer Gesellschaft später Angst gemacht wird, dass man es nicht gut genug macht. Man vergleicht sich ständig. Man denkt, Donnerwetter, die macht es ja vielleicht besser, vielleicht muss ich so machen. Und das führt zu einer ständigen Inkonsequenz. Der Wechsel der Erziehungsstile ist meiner Ansicht nach eine ganz große Gefahr für das Aufwachsen. Weil die Kinder unsicher werden. Die Eltern sind unsicher und dann lesen sie einen neuen Ratgeber. Und es fehlen eben die Großmütter, es fehlen die Tanten, es fehlt das ganze Umfeld, die auch das Wissen weitergeben, wie man ein Kind wickelt, wie man es ernährt, wie man es aushält, dass es schreit und so weiter. Wenn sie allein sich vorstellen, was es für Theorien gibt, wann man hinzuspringen soll, wenn das Kind schreit nachts, nicht? Die einen sagen so, die anderen so. Und die wechseln oft die Pferde während des Rennens. So, Herrschaften, auf geht's. Apropos Rennen. Genau das ist unser Alltag inzwischen an mindestens 3 Tagen pro Woche. Okay. Oh, crazy. Wir müssen jetzt einfach mal los. Besonders wurmt mich, wenn ich den natürlichen Rhythmus der Kinder unterbrechen muss, um pünktlich ins 50 Kilometer entfernte Mainz oder nach Wiesbaden zu kommen. Wir können nicht jeden Tag bei McDonald's essen. Kommt ihr? Aber egal ob Mathe, Klavier oder Englisch, die Kontinuität ist wichtig.
Und da müssen alle mitziehen. So, auf geht's. Die Zeit, die wir jetzt unterwegs sind, ist natürlich nicht mehr da zum Spielen, zum Kindsein. Komm. Das macht nicht allen immer gleichermaßen Spaß. Das ist ja doch immer ein Murks. Wie lange halten wir das durch? Einverstanden. Allein Johanna fährt jetzt zweimal in der Woche in den Matheunterricht nach Mainz. Toll, coole Blase. Christian, das ist echt nicht lustig. Du machst den ganzen Film kaputt, klar? Nein, noch ein Kaugummi. Kein Kaugummi an die Fensterscheibe kleben, wirklich nicht. Zieh es ab, das ist doch eklig. Abgesehen von den Scharmützeln mit den kleinen Brüdern jedoch, macht Johanna das gar nichts aus. Und dann setze ich mich ins Wartezimmer, ne? Okay. Viel Spaß. Hallo, da sind wir. Im Gegenteil, weil sie immer öfter richtig rechnet, macht ihr der Unterricht hier sogar Spaß. Hallo Julia, grüß dich. Im Wartezimmer berichtet eine andere Mutter von den Erfahrungen mit ihren beiden Söhnen. Ja, der Große ist auch der schnellste in der Klasse von allen Schülern. Der ist halt weiter mit dem Stoff und hilft auch vielen Schülern in der Klasse. Obwohl er früher Probleme hatte, ja. Schauen wir mal, das ist dein Set von heute. Die Julia hat hier oben drüber geschrieben, 100%. Auch bei Johanna werden die Probleme weniger. Erfolgserlebnisse machen glücklich. Wie hat es denn heute geklappt? Ich war eine Minute schneller. Du warst eine Minute schneller als beim letzten Mal. Wow. Hier sind meine Hand. Oh je, dann müssen wir zum Turnen, Johanna. Wir sind schon. Aber nicht nur den Geist gilt es zu fördern, auch den Körper. Gehst du denn heute zum Turnen? Johanna geht schon lange ins Geräteturnen. Jetzt aber am gleichen Tag wie Mathe. Was hab ich? Oh, Simon, du bist schon. Eine Dreiviertelstunde Fahrt zum Turnunterricht. Eine Strapaze für alle. So geht's ja noch nicht. So, siehst du, das geht gut heute, weil die frisch gewaschen sind. Das geht ganz schnell. So. Der Turnverein Rheinböllen hat mit seiner Wettkampfgruppe im Geräteturnen einiges erreicht. Siege beim Internationalen Deutschen Turnfest, Verbands- und Rheinland-Pfalz-Meister. Trainer Wolfgang hat jahrelang in der zweiten Bundesliga geturnt. Seine Frau Miriam hat die bundesweiten Vereinsmeisterschaften gewonnen. Wenn ich hierher fahre, dann ist es oft so, dass Johanna sagt, ich habe keine Lust. Ich möchte heute nicht. Wenn sie hier ist und hier war, hat es ihr Spaß gemacht und sie hat Freude dran. Wie soll ich damit umgehen? Wie lange sollen wir sowas durchhalten? Ja, also da kann ich von mir selbst erzählen. Das kenne ich von mir selbst. Das war zeitweise auch so. Und da haben mich meine Eltern einfach sozusagen überredet. Und ich war am Ende auch froh, dass ich dann in der Halle war und mit meinen Kumpels trainieren konnte. Also kein Fehler, dann auch mal ein bisschen Druck von zu Hause zu kriegen? Nicht unbedingt. Nein, nicht unbedingt. Also ich glaube, die Grenze ist dann erreicht, wenn sie nach Hause kommt und regelmäßig nach Hause kommt und sagt, ihr macht das keinen Spaß mehr. Also scheint der Spaß eine große Rolle zu spielen? Auf jeden Fall. Der Spaß und die Freude an irgendwas muss im Leben immer eine große Rolle spielen. Sonst hat man keine Motivation, etwas zu tun. Siege holt im Sport nur, wer mit eiserner Disziplin regelmäßig trainiert. Doch das ist nicht alles. Miriam, was bedeutet Turnen für dich? Ein Stück Lebensfreude, auch ein Stück Lebensinhalt, aber mittlerweile nicht mehr so die Hauptsache wie als Kind. Was heißt das dann an Trainingsaufwand pro Woche? Also als Kind bin ich, als ich so 9 bis 11, 4 bis 5 Mal pro Woche gegangen und später als Jugendliche 3 bis 4 Mal. Und warum hast du es dann nicht mehr weiter betrieben? Also meine Eltern waren auch immer der Meinung, dass die Schule das Wichtigste schon ist. Und ich muss sagen, im Endeffekt bin ich da auch ein bisschen dankbar für, weil ich glaube, wenn man das 4 bis 5 Mal macht, irgendwas leidet schon. Also entweder die Freunde oder die Schule oder beides.
Und man muss da so einen gesunden Mittelweg einfach finden. Und wahrscheinlich einen individuellen Weg immer für sich selbst. Ja. Ich weiß, dass ich als Jugendliche manchmal noch öfter in die Turnhalle gehen wollte. Aber man muss ja auch immer bedenken, das ist enorm viel Zeit für die Eltern. Die müssen die Kinder immer irgendwo hinfahren. Und das ist nicht leistbar, wenn beide Eltern berufstätig sind. Kannst du dir ein Leben ohne Turnen vorstellen? So ganz ohne Turnen nicht, nein. Die Freude, der Spaß an dem, was man tut, das scheint der Schlüssel zu sein. Klingt eigentlich ganz leicht und dennoch leiden immer mehr Kinder unter psychischen Störungen. Wir haben einen Termin bei unserer Kinderärztin. So, alle Kinder bilden sich jetzt weiter. Johanna geht in die Mathe-Schule, Christian zum Klavierspielen, Simon in den Englischunterricht und Julia ins Baby-PKIP. Aber wie erkenne ich als Mutter, wann das gute Förderung ist und wann es vielleicht Überforderung der Kinder ist? Das versuche ich hier bei unserer Kinderärztin herauszufinden. Auf geht's. Dr. Ingrid Eggers-Förner blickt auf eine jahrzehntelange Praxiserfahrung zurück. Also hier. Bei uns ist es heute nur ein Husten. Die psychischen Erkrankungen, die entstehen können, wenn der Druck überwiegt und nicht die Freude, können weitaus dramatischer sein. Aber es ist ja so, die Mutter ist ja vom Anfang an der erste Bezugspartner. Und dann das erste Lebensjahr läuft ja auch so, füttern, reden und so. Und im zweiten entdeckt das Kind jetzt die Welt. Es bewegt sich, es krabbelt. Und die Entwicklungspsychologie wird überhaupt nicht beachtet bei den Kindern. Was kommt wann? Und man kann einfach nicht vom, wie man von einem Einjährigen nicht erwarten kann, oder jedes Einjährige, dass es läuft alleine oder dass es gleich schon Dreirad fährt, ja. So ist das eben, dass das von den Eltern eine Erwartungshaltung ist da, die gar nicht in der Entwicklung erfüllt werden kann. Hat sich die Anzahl von psychosomatischen Erkrankungen bei Kindern denn verändert? Ja, ganz schwerwiegend. Also früher war es so, dass ein Kind mal einen Tag gesagt hat, es geht nicht zur Schule und hat Halsweh oder so etwas vorgeschoben. Inzwischen ist es aber so, dass die Schulverweigerung ganz extrem durch organische Symptome vorgetäuscht ist. Also sie haben morgendliches Erbrechen oder Bauchschmerzen und das zieht sich über Wochen hin bis zur absoluten Schulverweigerung. Und wer ist daran schuld? Ja, schuld ist der Druck durch die Eltern, der Druck durch die Lehrer, der Druck auch oder das Versagen vor den Mitschülern, das Mobbing in der Schule, das ist schon schwerwiegend. Achtung, jetzt. Inzwischen leidet rund ein Fünftel aller Schulkinder sehr häufig oder häufig unter Schulstress. Und Patentrezepte dagegen, Nachhilfe, Yoga, Sport oder Schulpause, gibt es nicht. Fakt ist jedoch, die Förderung der Kleinen hat einen großen Preis. Turnen 18 Euro, Klavier Englisch 49 Euro, 240 Euro im Monat an Kursgebühr plus Benzin plus Materialien für den Unterricht. Das ist eine Menge. 240 Euro im Monat an Kursgebühren. Stolze Summe. Kann man sicherlich auch noch mehr Angebote wahrnehmen. Wir haben im Augenblick eine Situation, wo offenbar unsere schulischen Bildungssysteme so schlecht sind, dass ein Riesenmarkt entsteht von durchaus zum Teil qualifizierten Angeboten, die aber eigentlich alle in der Schule ihren Platz finden müssten. Und insofern kann ich nicht verstehen, wie man das zulässt. Weil man damit natürlich diejenigen Familien diskreditiert und ihnen keine Chance mehr lässt, die das Geld nicht aufbringen können für solche zusätzlichen Bildungsangebote. Das Zweiklassensystem gab es natürlich immer. Nur heute ist es nicht mehr einsehbar, warum es das geben muss. Und ich glaube, es liegt vor allem daran, dass die Kitas nicht selbstverständlich erstklassige Qualität angeboten werden und dass wir nicht den Ganztagsunterricht haben in Kindergärten und Grundschulen. Johanna, du musst Hausaufgaben machen, ja? Der Unterricht ein- bis zweimal pro Woche reicht natürlich nicht. Egal ob Klavier, Englisch oder Mathe, tägliches Üben zu Hause ist angesagt. Guck mal, Simon.
mal mit weniger, mal mit mehr Erfolg. Ach, Mensch, du bist ja ordentlich geworden. Und schnell. Schnell bist du auch geworden. Ganz schnell. So, genau. Und dann müssen wir das mit den Notenlängen noch mal versuchen. K.O.K. Versuch noch mal. Ja. Warum muss ich das eigentlich machen? Du musst das nicht machen, aber ich würde mich freuen, wenn du es machst, weil ich finde das schön, wenn man ein Instrument spielen kann. Ich kann nämlich keins. So, jetzt begrüße ich Sie. Wir werden jetzt mal ein kleines Konzert für Sie vorspielen. Hier nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön. Wir sind auch ganz gespannt. Ein bisschen aufgeregt vielleicht. Ja, ich auch. Wir erzählen eine kurze Geschichte mit Musik über. Ja. Am Ende von fragen wir. Psch, 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 psch. Am Ende fragen wir noch die anderen, was das war. Ja. Schon. Also, unser Konzert fängt an. Und auf geht's. Aber man muss ja mal hören. Der geht ja ganz schwer. Mutter auch. Und hinter ihnen herlaufen die kleinen Entchen. Sind am See angekommen. Und einer jetzt euch schon da. Und jetzt singen wir nämlich. Ich bin ganz stolz auf dich. Schöne musikalische Geschichte. Das finde ich auch. Wie machen wir denn weiter? Machen wir weiter? Ja. Ich denke, das ist die Überzeugung, die wir brauchten gerade. Alles andere brauchen wir nicht. Wir entscheiden nicht, ob es weitergeht, sondern die Kinder entscheiden das. Die Kinder entscheiden jeden Tag neu. Ja. Wenn du jetzt Klavierunterricht bekommen könntest, jede Woche, das würdest du dann machen wollen? Ich könnte ein ganz großes Klavier. Da hätte ich ganz viele Tasten. Ja, und das würde dir Spaß machen? Ja. Würdest du da dann auch jeden Tag ein bisschen das üben, was man so gesagt hat? Das glaube ich nämlich auch. Und heute sagt er, das kann ich. Mhm. Und das sind Sie aber schuld. Ich bin nur der Anschieber. Der Macher ist er selber. Und das ist ja die Erfahrung, die die Kinder machen sollen. Die Kinder sollen sich erleben als diejenigen, die was machen können, was erreichen können und was schaffen. Entdecken, was die Kinder, nicht was wir Eltern wollen. Fördern, was sie begeistert und auch durststreckend durchhalten. Klingt eigentlich ganz einfach und ist doch das Allerschwierigste. Fertig, los! Johanna, Christian, Simon und Julia jedenfalls haben uns überrascht. Nach 2 Monaten geht unser Bildungsexperiment zu Ende. Unsere Bildungsoffensive nicht ganz, denn einige Sachen werden wir weitermachen, andere nicht. Tilkit zum Beispiel. Für mich mit 4 Kindern einfach zu stressig. Und Johanna, wie sieht's aus mit Kuman? Machst du das weiter? Mhm. Und Christian? Christian, möchtest du weiter Klavier spielen? Ja. Und Simon, gehst du noch weiter ins Englisch? Du musst ja sagen. Ja. Dann los. Ein Ja, das eigentlich ein Nein ist. Auch das ist eine der vielen Fallen im Erziehungsalltag. Ah!